Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute arbeiten wir weiter am modernen Wohnhaus, denn wir basteln heute ein Kinderzimmer für ein kleines Mädchen und zwar für die Nichte von der Michelle, der kleinen Zoe. Ich habe mir überlegt, dass ich das Zimmer ein bisschen modern, ein bisschen hell machen werde, ein bisschen Pinktöne und vielleicht auch so ein bisschen dieses natürliche Holzoptik. Mal schauen, wie ich das Ganze umsetzen werde. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Ideen und ich würde sagen, fangen wir einfach direkt an. Zuallererst habe ich mir ein Papier zurechtgeschnitten in so einer Holzoptik. Das kommt als erstes auf den Boden vom Zimmer. Dann habe ich mir dieses grau-weiße Papier genommen mit dieser Baumoptik. Das habe ich vom Kick. Und dann habe ich mir hier dieses gefärbte pinke Papier genommen in diesem Batikmuster und mit diesem goldenen metallischen Geomuster. Den Block habe ich vom Action und genauso eben auch den Block, wo eben der Boden drin war mit dieser Holzoptik. Dann habe ich mir 5 Eisstäbchen genommen, die so aneinander geklebt und dort hinten in die Wand noch reingeklebt. Und ich würde sagen, ich dekoriere jetzt den ganzen Raum und mache ihn komplett fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und das ist jetzt das fertige Zimmer. Ich zeige euch jetzt nochmal eine kleine Roomtour im Detail, woher ich alle Sachen habe. Und danach zeige ich euch dann noch die Bastelanleitungen. Das kleine Puppenhaus mit dem Spieleteppich und den 2 Figuren habe ich vom Toyshop von Sylvanian Families. Den Schreibtisch und den Stuhl habe ich bereits in einem anderen Kinderzimmer-Video gezeigt. Das verlinke ich euch mal hier oben. Der Stuhl ist gerade für mich zwar ein bisschen klein, aber auf jeden Fall sehr gemütlich. Dann habe ich hier hinten in der Ecke ein Regal. Das ist vom Blumenladen von Meine kleine Stadt. Das habe ich mit ein paar Spielsachen, Büchern, einem Wecker, einer Haarbürste und so einer kleinen Perle mit dem Anfangsbuchstaben von Zoe noch ein bisschen gefüllt. Kommen wir als nächstes zu diesem hängenden, schwebenden Bett. Da drauf sind so ein paar Herzkissen, die habe ich mir letztens im Kick gekauft. Und so schaut das Bett jetzt so vom Höhenvergleich mit einer Kinderfigur aus. Und wenn man die Figur drauflegt, man sieht, das Bett schwebt komplett in der Luft, also es hängt wirklich nur an der Decke oben dran. Das ist das Praktische am modernen Wohnhaus, dass man eben diese hohe Decke im ersten Stock eben echt gut nutzen kann. Das habe ich auch schon letztens im Schlafzimmer mit dem Hängesessel gemacht. Dann habe ich hier rechts an der Wand einen Holzbuchstaben, ein Z. Diese dünnen Holzbuchstaben habe ich vom Kick und dieses Z habe ich dann eben noch mit Glitzer geklebt. Und hier vorne haben wir dann nochmal so ein kleines Highlight im Zimmer, die Spieleküche. Die ist auf jeden Fall ziemlich groß und bietet auf jeden Fall sehr viel Platz zum Spielen. Wir haben auf jeden Fall einen Herd mit einem Ofen, einen kleinen Tresen mit einem Waschbecken und da vorne nochmal einen kleinen Tisch, wo sich dann noch eine Person vorne hinsetzen kann, für die dann gekocht werden kann. Die habe ich dann eben noch mit ein paar Spielutensilien verschönert und hier unten ist zum Beispiel dann noch ein kleiner Korb mit ein bisschen Besteck. Den Hocker hier vorne habe ich aus einem Pompom gemacht, den habe ich so ein bisschen flacher geformt und drumherum hier dann noch so ein Dekoband drumherum geklebt. So, das war jetzt die gesamte Roomtour und jetzt kommen wir noch zu 2 Bastelanleitungen, einmal eben für das Bett und dann für die Spieleküche. Fangen wir mit dem Bett am besten gleich an. Zuerst habe ich mir solch eine Vorlage mit diesen Maßen auf Pappe drauf gezeichnet und die dann anschließend so ausgeschnitten. Dann habe ich mir mit einer Nagelschere
vorsichtig 4 solche Löcher dort in diese Ecken dort reingestochen. Fragt da vielleicht eure Eltern um Hilfe. Die Löcher sollten am Ende dann so groß sein, dass ein Faden oder eben ein Garn eurer Wahl eben dann da durchpasst. Dann habe ich mir hier diese seitlichen Teile, die da dann so wegstehen, einmal in eine Richtung gefaltet. Dann habe ich mir die Seiten eben so mit Teser dann zusammengeklebt, sodass es so ausschaut wie eine kleine Schachtel, wo eben eine Seite offen ist. Die Seiten habe ich dann noch einmal alle mit einem Dekoband, das was ich euch vorhin auch schon gezeigt habe, einmal verschönert. Und dann habe ich mir einfach so eine Schnur genommen. Ihr könnt einfach eine nehmen, die euch am besten gefällt. Und habe dann auf allen 4 Seiten dort einmal durchgefädelt. Und auf dieser unteren Seite dann von der anderen Seite einen Knoten gemacht, sodass dann die Schnur eben nicht komplett durchgezogen werden kann. Die Länge der Fäden ist unterschiedlich, je nachdem eben auf welcher Höhe euer Bett dann hängen soll. Schaut am besten auch, wie hoch eben die Decke von eurem Haus dazu ist und macht die Fäden aber auf jeden Fall noch ein bisschen länger, dass ihr noch ein bisschen Spielraum habt. So, das ist dann das fertige Bett. Ich habe da jetzt dann noch ein bisschen Filz noch draufgelegt und eben diese Kissen. Und das Bett ist dann eben hier oben an der Decke vom Haus mit Teser einmal befestigt. Kommen wir nun zur Bastelanleitung für die Spieleküche. Dafür habe ich mir als erstes 4 Teile zurechtgeschnitten. Die bestehen jeweils aus 2 Eisstielen, die ich aneinander geklebt habe und die insgesamt dann eine Länge von 2,5 cm haben. Und dann habe ich mir hier noch 2 kleinere, dünnere Bastelstäbchen genommen, die dann eine Länge von ungefähr 2,7 cm haben. Und dann habe ich mir noch 3 Holzstäbchen zurechtgeschnitten, die auch eine Länge von 2,7 cm haben. Das sind jetzt dann unsere Tischbeine sozusagen für das Grundgerüst. Zuallererst habe ich mir eben die 2 dünnen Holzstäbchen genommen und die dann zwischen 2 von diesen Holzplättchen dann so reingeklebt. Als nächstes habe ich mir dann wieder 2 von diesen ganz dünnen Holzstäbchen zurechtgeschnitten. Die haben jetzt eine Länge von 6,2 cm und die habe ich jetzt wieder zwischen 2 von diesen Holzplättchen reingeklebt, sodass es dann im Prinzip wieder genauso ausschaut. Für die vordere Theke habe ich mir jetzt 2 Eisstäbchen genommen, die aneinander geklebt und eine Platte von ungefähr 5 cm damit ausgeschnitten. Und dann habe ich noch eben diese 3 Holzstäbchen mir zurechtgenommen und an 3 der Ecken dann dran geklebt. Und so sah dann das fertige Grundgerüst aus. Aus Pappe habe ich mir für die ganzen Tische ja eine Art Verkleidung gemacht. Da schaut einfach am besten nochmal, wie groß dann eben eure einzelnen Holzteile sind. Genau, das ist dann eben bei jedem unterschiedlich. Auf den habe ich mir dann noch so ein paar Küchenvorlagen drauf gezeichnet. Also wie zum Beispiel diese Kreise eben für einen Herd oder eben einen Ofen. Als nächstes habe ich mir aus Alufolie ganz vorsichtig so einen Teil wieder ausgeschnitten. Das ist dann so meine Vorlage gewesen. Und es dann so zusammengeklebt, dass es dann so ausschaut. Diese Seitenteile hier unten habe ich an die Kanten so dran geklebt. Ich hoffe, ihr könnt ungefähr verstehen, wie ich das gerade meine. Sodass dann wieder so eine Art Schachtel entsteht. Und diese Seitenteile hier oben werden jetzt dann am unteren Teil von unserem Gestell sozusagen dann dran geklebt. So ist es gemeint. Und so sollte es dann insgesamt ausschauen. So sahen die dann am Ende aus und die habe ich jetzt dann noch zusammengeklebt. Für die ganz große Theke habe ich mir zum Beispiel dann ein komplettes weißes Teil genommen, da dann am Ende noch ein kleines Holzteil dran gemacht, dass es dann eine Art Schublade ist oder ein kleiner Schrank eben. Und so sahen jetzt alle 3 fertigen Teile aus bei mir. Den Teppich habe ich mir dann übrigens einfach noch aus dem Internet ausgedruckt. So, wie gefällt euch dieses fertige Zimmer? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.
und auch gerne, was euch hier eben am besten gefällt. Wenn ihr irgendwelche DIYs von uns nachbasteln solltet, schickt uns doch gerne ein Bild auf Instagram oder postet dort einen Beitrag mit dem Hashtag FamilieHundDIY. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Folgt uns dort eben auch sehr gerne. Dort heißen wir Familie-Hund-YT. Also dieses YT steht eben für YouTube. Dort posten wir auch regelmäßig Bilder zu unseren Videos oder eben auch Infos oder Ankündigungen zu kommenden Projekten. Schaut da auch sehr gerne vorbei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde es uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt und unseren Kanal kostenlos abonniert, damit ihr keine weiteren Videos mehr von uns verpasst. Ich würde mich jetzt bei euch verabschieden, freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Video mit euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.